Hallo, hier ist Tom Freudenthal. Dies ist eine weitere Folge aus meiner kleinen Serie Tipps aus der Gehirnforschung, aus der Lernforschung, aus den Neurowissenschaften, übersetzt in Alltagsmethoden und Strategien. Worum es heute geht, ist, Wissensübertragung gibt's nicht. Das ist natürlich eine krasse Aussage, weil wir alle denken, was da im Buch steht, das hat ja eine Bedeutung und das muss ich lesen, dann übernehme ich die Bedeutung und dann habe ich die auch im Kopf und dann weiß ich das. So funktioniert das aber blöderweise beim Lernen überhaupt nicht, weil Wissensübertragung so nicht klappen kann. Im Prinzip ist das, was Sie da lesen, völlig bedeutungsleer. Da das Wort ist nichts weiter als ein Zeichen, ein optisches, und wenn es da in Chinesisch steht, wird es sehr deutlich, wenn Sie jetzt kein Chinesisch können, dass das nichts weiter ist als ein Zeichen oder eine Ansammlung von Zeichen. Und die haben in sich keine Bedeutung. Das heißt, was Sie wahrnehmen, ist ein optisches Symbol und das kommt in Ihrem Kopf an und wird dort mit einer Bedeutung versehen. Das heißt, die Bedeutung, das Wissen, bauen Sie aktiv, das merkt man natürlich nicht, weil das unbewusst im Hintergrund passiert, bauen Sie aktiv selbst auf. Das ist eine enorm wichtige Erkenntnis, dass Bedeutung nicht übertragen wird. Die bauen Sie selbst in Ihrem Kopf auf. Das heißt, auch das Wissen stellen Sie selber her, unbewusst. Die Wahrnehmung ist eine andere. Wir glauben, dass Wort da hat ja eine bestimmte Aussage und das habe ich jetzt verstanden. Wir machen in unseren Workshops ganz oft das Experiment, dass jeder den gleichen Text kriegt und dann eine CL-Map daraus machen soll. Und dann frage ich die Leute, wer von euch hat denn ein genau das gleiche CL-Map wie der Nachbar? Passiert natürlich nie, weil jeder diesen Text völlig anders versteht, da andere Dinge draus zieht, andere Dinge sind wichtig und die auch anders anordnet, strukturiert. Und das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Meine Kernaussage ist, Wissen kann nicht übertragen werden. Die Folge fürs Lernen ist, bei allem, was Sie tun, wenn es ums Lernen geht, müssen Sie aktiv sein. Nicht aus dem Passivmodus versuchen, etwas aufzunehmen, auswendig zu lernen, sondern aktiv das Material erforschen. Da Zusammenhänge herstellen, mit Fragen reingehen und das so für sich entdecken, dass es maximalen Sinn hat und dann sofort verarbeiten, dass Ihr Gehirn das dann auch strukturieren und aufbauen kann für Sie. Das heißt, am besten funktioniert das mit visuellen Aufzeichnungsformen, wann immer Sie was finden, was wichtig ist, sofort in die Verarbeitung gehen und die Verarbeitung bedeutet aufschreiben. In einer Form, die für Sie maximalen Sinn macht, möglichst nicht linear in einer Farbe das Blatt vollschreiben, das nützt nicht viel. Besser als tippen oder gar nichts machen, aber besser noch ist eine visuelle Form finden, wo Sie die Dinge so anordnen, dass für Sie da Zusammenhänge entstehen, die dann das Wissen in Ihrem Kopf aufbaut. Okay, wunderbar. Das war jetzt meine letzte Folge, glaube ich. Und wenn Sie Lust haben, weiterzugehen, gibt es da eine Möglichkeit. Die kostet gar nichts, nämlich ein Webinar. Und in dem Webinar machen wir drei wichtige Dinge. Steht alles hinter dem Link da unter diesem Video, wo wir Ihnen zeigen, wie Sie sich besser motivieren können, schneller lesen können und die Dinge auch besser merken. Damit haben Sie schon mal drei ganz, ganz wichtige Aspekte im Sack, die man braucht, um in Zukunft Wissen schnell aufzubauen, um das dann für Prüfungen einzusetzen und insgesamt mit der eigenen Karriere und der beruflichen Entwicklung schneller voranzukommen. Wenn Sie Lust haben, klicken Sie da drauf, suchen sich einen Termin aus, melden sich an. Ich freue mich auf Sie. Bis dann, Ihr Tom Freudenthal.